Danke, es war knapp. Kein Problem. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich auffangen werde, wenn du mal am Abgrund stehst. Was ist denn überhaupt passiert? Wir haben nur gesehen, dass Teile der Forschungsstation in Flammen standen. Und dann war plötzlich alles voller Soldaten. Viel mehr weiß ich auch nicht. Da waren plötzlich zwei seltsame Gestalten, die wie aus dem Nichts vor mir auftauchten. Vom FSB? Nein, das waren keine Agenten. Ich bin mir nicht mal sicher. Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Menschen waren. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war eigentlich eher ein Gefühl, das sie bei mir verursacht haben. Was wollten die denn? Haben sie was gesagt? Sie haben nicht wirklich gesprochen. Es waren vielmehr Stimmen in meinem Kopf. Es war, als ob sie nach einer Antwort suchen würden. Was für eine Antwort? Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Erst war es, als ob mein Kopf explodieren würde. Solche Schmerzen habe ich noch nie erlebt. Und dann wusste ich auf einmal, dass ich ihnen alles sagen wollte. Es war plötzlich so klar. Du hast ihnen alles verraten? Nein. Bevor ich irgendwas sagen konnte, kamen die Soldaten. Und die beiden Gestalten verschwanden genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Wo fliegen wir eigentlich hin? Sergej hat mittlerweile herausgefunden, dass dein Vater nie in Moskau war. Es sieht also fast so aus, als sei die ganze Reise nahezu vergeblich gewesen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass mein Vater aus irgendeinem Grund entführt wurde, der mit dieser Tunguska-Katastrophe zu tun hat. Wieso? Ich habe alte Unterlagen meines Vaters gefunden. Wenn ich die nicht völlig missverstanden habe, dann war er irgendeiner ganz großen Sache auf der Spur. Und ich habe einen Namen, Manuel Perez. Er war damals dabei und wir wissen ja auch ungefähr, wo er sich jetzt aufhält. Ja, in einer Klapsmühle auf Kuba. Tolle Spur. Aber einen Versuch wäre es wert. Und wir haben ja auch noch einen zweiten Namen auf der Liste, diesen irischen Biologen Ken Wurangi. Stimmt. Ich weiß, dass ich von euch beiden schon unendlich viel verlangt habe und tief in eurer Schuld stehe. Und ich könnte gut verstehen... Hör auf zu schwafeln. Wie ist dein Plan? Du nach Kuba, ich nach Irland? Das würdest du wirklich? Du kannst dich ja mal bei Gelegenheit revanchieren. Mit einem heißen Kaffee zum Beispiel. Max, du bist ein Schatz. Vergiss das nur nie. Ah. Also das Flugzeugchen hier macht aber ganz schön Meilen jetzt. Havanna Unana. Oleg, ich bin sonst nicht so. Aber was soll ich machen? Außer euch beiden habe ich keinen, der mir helfen könnte. Und wenn mein Vater... Ist schon okay. Wir helfen dir gern, ehrlich. Also mach dir um uns keine Sorgen. Konzentrier dich lieber auf deinen Vater. Ja, okay. Die Nervenklinik haben wir ja schon mal gefunden. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Perez noch hier ist. Warum sollte er nicht? Ich muss jetzt aber erstmal ein paar Formalitäten erledigen. Kommst du so lange ohne mich zurecht? Klar. Die 20 Meter bis zum Empfang kriege ich auch alleine hin. Geh ruhig, ich komm schon klar. Gut, dann bis später. Wer füttert eigentlich Olegs Katze, während er unterwegs ist? Die Arme. Also Urlaub in Kuba habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ein Pförtner mit einer Staffelei? Ja, die Frau da hinten hat auf jeden Fall die Zeit ihres Lebens. Wir können auch zum Max springen anscheinend. Ich frage mich, ob wir das zwischendrin machen müssen. Ich frage mich, wozu eine so kleine und abgelegene Nervenheilanstalt einen Pförtner braucht. Zumal es hier nicht einmal einen Parkplatz gibt. Hier entstehen die künftigen Meisterwerke der zeitgenössischen kubanischen Malerei. Ob diese zu Recht eher unbekannt sind, darüber mögen andere entscheiden. Okay, das können wir alles nur benutzen und nicht ansehen. Reden wir mal mit dem guten Mann. Schönen guten Tag. Ich suche das Sanatorium unter Palmen. Bin ich hier richtig? Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, zumindest dem Namen nach sind Sie hier richtig. Dem Namen nach? Naja, mit Institutionen ist es dasselbe wie mit Parteien. Der Name ist nicht immer Programm. Okay. Wieso? Sind doch eine Menge Palmen hier. Ja, Palmen gibt es hier. Aber lassen wir das. Ich habe schon viel zu viel geredet. Wie kann ich Ihnen helfen? Nun kommen Sie schon. Was ist hier los? Was stimmt nicht? Gar nichts. Ich meinte alles. Oh Gott. Ach, egal. Also, was wollen Sie? Geiler Typ, oder? Ich suche einen gewissen Manuel Perez. Soll hier Patient sein? Ja, kann schon sein. Ich kenne die Patienten nicht. Gehen Sie vorne links zum Empfang. Da kann man Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen.
Und wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, seien Sie vorsichtig. Was? Wieso? Nur so. Okay. Sie sehen so aus, als hätten Sie die Warnung nötig. Aber wie dem auch sei, ich muss jetzt weitermalen. Viel Glück. Warum weiter? Da ist doch noch gar nichts gemalt. Warum habe ich das Gefühl, dass man uns an der Rezeption nicht viel weiterhelfen wird? Sie malen während Ihrer Arbeitszeit? Ja, klar. Wenn mal gerade nichts zu tun ist, male ich ein paar Bilder. Einige davon werden dann zur Dekoration in die Klinik gehängt. Ist denn so wenig zu tun? Was glauben Sie denn? Hier gibt's keinen Sommerschlossverkauf, wo sich Tausende bereits am Abend vorher anstellen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hier und Sie sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind Sie der 3. Besucher. What? Oh, was malen Sie denn so? Oh, eigentlich alles. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ist alles nicht sonderlich viel. Irgendwann gehen einem die Motive aus, wenn man immer nur von einer Position aus malen kann. Ich habe mittlerweile sämtliche Palmen, Grashalme und selbst die Schmetterlinge in ihren unterschiedlichen Flügelstellungen gemalt. Allmählich wird's öde. Dabei habe ich extra langsam gemalt. Früher hatte ich ein Bild in 30 Minuten fertig. Heute lasse ich mir 30 Stunden Zeit. Nur, um möglichst lange das Problem des nächsten Motivs vor mir herzuschieben. Oh Mann. Na, dann wünsche ich Ihnen... Was soll ich Ihnen wünschen? Wünschen Sie mir ein Unwetter. Vielleicht fallen ja ein paar Palmen um. Dann hätte ich mal ein neues Motiv. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen ein Unwetter. Danke. Und wenn Ihnen ein tolles Motiv über den Weg läuft, dann bringen Sie es mit. Werden wir bestimmt noch brauchen. I don't know, der Typ ist richtig cool drauf. Ich mag den. Sie sagten vorhin, dass irgendwas mit dieser Anstalt nicht stimmen würde. Ich? Nein, das habe ich nie gesagt. Aber das Wetter ist schön heute, oder? Ja, wunderschön. Hab schon verstanden. Ha. Okay, wir probieren es erstmal. Ich lasse sie jetzt mal probieren. Wieder mit ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? Sowohl als auch. Och, muss er jetzt auf den letzten Metern auch so ein ekliger Schmierlapp sein? Ach, Mann. Oh, die Empfangsdame tanzte die ganze Zeit. Es ist gar niemand, der hier zu Gast ist, sag ich mal. Hier steckt eine ganze Reihe von Fachzeitschriften aus der Fakultät der definitiven Relativität. Ich nehme mal eine mit. Die Auswahl erfolgt nach der erprobten Systematik des Zufalls. Eine Einladung zum DIA-Vortrag Traditionelle Herstellung von Zigarren. Hat mich leider verhindert. Kein Wunder, dass viele Männer Krankenschwester-Fantasien haben. Ding, ding. Schönen guten Tag. Hallo. Ich suche einen gewissen Paris, Manuel Paris. Er müsste hier Patient sein. Kann ich ihn sprechen? Paris? Ja, der ist hier. Wer sind Sie denn? Ich bin Nina Castro. Besser, ich verrate nicht der ganzen Welt meinen Namen. Solange ich nicht weiß, wer hinter der Entführung meines Vaters steckt, ist zu viel Vorsicht immer. Aber dass Sie immer Nina heißen, ist egal, tut oder mir was? Leid. Ohne Sondergenehmigung kommen Sie hier nicht rein. Es wäre aber wirklich wichtig. Wichtig? Wirklich wichtig ist, dass ich meinen Job behalte. Und meine Gesundheit. Natürlich mein überragendes Aussehen. Das ist wirklich wichtig. Natürlich. Ich verlange doch nicht von Ihnen, dass Sie ihn freilassen. Ich will nur kurz mit ihm reden. Hören Sie, Schätzchen. Seitdem Senor Cartuso hier das Sagen hat und diese Nicole Charleroi als Chefin eingesetzt wurde, müssen wir alle sehr gut aufpassen. Massimo Gartuso? Dieser amerikanische Milliardär mit seinem riesigen Mobilfunkkonzern? Eben jener. Und auch in Kuba gilt, wer die Zeche zahlt, bestimmt, was getrunken wird. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Und ich dachte schon, wie random ist das denn, dass diese Telefonwerbung da hing in Russland? Oh mein Gott, ist der das aus den Cutscenes, der die ganze Zeit am Telefonieren ist? Oh mein Gott. Die Musik ist ganz schön laut. Ja, klasse, nicht wahr? Hab die Scheibe ganz neu und höre sie seit 3 Tagen rauf und runter. Die hält mich ordentlich in Schwung. Damit macht sogar das Putzen Spaß. Eigentlich wollte ich ja Tänzerin werden. Aber der Markt ist in dieser Region ziemlich überfüllt. Also musste ich halt eine neue Disziplin erfinden. Rhythmisches Putzen. Ich putze genau zum Takt der Musik. Hilft auch sehr gut gegen Müdigkeit. Vor ein paar Wochen bin ich drauf gekommen und perfektioniere seitdem meine Technik. Mal sehen, wenn das mit der Politik nicht klappt, werde ich vielleicht ein paar Kurse für Hausfrauen anbieten. Ich glaube, der Markt dafür dürfte ziemlich groß sein. Ja, ganz bestimmt.
Ja, viel Glück bei der Sache. Massimo Gattuso kauft sich eine Irrenanstalt in einem verschlafenen Nest in Kuba. Finden Sie das nicht ein bisschen seltsam? Ich habe so meine Vermutungen, aber die behalte ich besser für mich. Kommen Sie, es könnte wirklich wichtig sein. Nichts ist so wichtig, dass man dafür so endet wie... Ja? Nichts. Meinen Sie nicht auch, dass rhythmisches Putzen eine großartige Geschäftsidee wäre? In dieser ganzen Anstalt passieren so viele seltsame Dinge, dass ich gar nicht weiß, wo ich mit dem Wundern anfangen soll. Ich habe so ein Gefühl, dass es hier um eine ganz große Sache geht. Leider sagt mir mein Gefühl nicht, um was für eine. Haben Sie Angst vor Ihrer Chefin? Ich? Wieso sollte ich? Ich hatte so den Eindruck. Der täuscht. Der täuscht ganz bestimmt. Die will doch reden. Ich muss sie nur noch ein wenig kitzeln. Die Chefin ist doch gar nicht da. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Ja, das hat Pedro auch gedacht. Und dann... Aha. Und dann? Nichts. Lassen Sie mich in Ruhe. Diese Nicole Charleroi setzt die Mitarbeiter dermaßen unter Druck, dass die sich vor Angst fast in die Hose machen. Hoffentlich muss ich mich mit der nicht auch noch auseinandersetzen. Sie sagten irgendwas von, wenn das mit der Politik nicht klappt. Sie sind Politikerin? Noch nicht. Die Betonung liegt aber auf noch. In 2 Wochen sind Wahlen und da will ich antreten. Als Politikerin? Ja, klar. Spricht irgendwas dagegen? Nein, bestimmt nicht. Und Sie rechnen sich da Chancen aus? Ja, ich denke schon. Ich sehe umwerfend gut aus und 20% der Wähler habe ich schon, sagen wir mal, überzeugt. Okay. Oh. Aber ich will ja nicht nur eine von vielen sein. Ich will Bürgermeisterin werden. Leider fehlen mir dafür noch ein paar Stimmen, aber die werde ich schon noch kriegen. Wenn ich nur wüsste, wie... Ach, Bürgermeisterin soll es gleich sein. Wie bescheiden. Wie ist denn Ihr Wahlprogramm? Wahlprogramm? Liest doch eh keiner. Problem ist nur, dass ich nur noch 2 Wochen habe. Und mir fehlen noch 120 Männer. Oh. Ja, das könnte knapp werden. Vielleicht sollten Sie es doch einmal mit einem Wahlprogramm versuchen. Ach, war's viel zu aufwendig. Und da interessiert sich eh keiner dafür. Ich müsste einfach mehr Leute gleichzeitig von meinen Qualitäten überzeugen können. Sie meinen... Tja, haben Sie eine bessere Idee? Ich werde mal überlegen. Wenn mir was einfällt, sage ich Ihnen Bescheid. Okay. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. Oh mein Gott. Na gut, der Durchgang hier ist zu. Zutritt nur für Personal. Oh Gott. Er macht mit seinem Teddybärenhemd einen merkwürdigen Eindruck. Ich weiß nicht warum, aber er macht mir echt Angst. Hübsch, da steckt bestimmt eine Menge Arbeit drin. Oh Gott, wir können links klicken. Sie dürfte etwa 4 bis 5 Dioptrien haben. Der Besitzer müsste demnach ohne diese Brille überall gegenlaufen. Die neueste von Toktik produzierte Scheibe liegt drauf. Coole Nummer. Er macht mit seinem Teddy... Hallo, hübsches Kartenhaus bauen Sie da. Ja, und jetzt Ruhe, sonst fällt das Ding wieder zusammen. Sei nicht so unhöflich. Diese Anstalt macht einen etwas, nun ja, seltsamen Eindruck. War das schon immer so? Können Sie mir ein bisschen was erzählen? Vielleicht ist Ihnen was Besonderes aufgefallen. Klar kann ich, aber ich will nicht. Sonst geht es mir wie... Ach, egal. Nein, ganz und gar nicht egal. Sonst ergeht es Ihnen wie wem? Wie es Leuten halt so geht, die zu viele Fragen stellen. Den Kopierer kann ich nicht zufällig mal kurz benutzen, oder? Doch, klar. Zerstören Sie mein Kartenhaus. Nehmen Sie mir meinen Ruhm, meinen Stolz, den letzten Rest meiner Selbstachtung. Das Fünkchen Hoffnung in meinem tristen Alltag. Das bisschen. Ja, schon gut. Ich werde einfach warten, bis Sie fertig sind. Nicole Charleroi, die ist doch hier die Anstaltsleiterin, oder? Ist sie hier? Nein, ich glaube nicht. Puh, jagen Sie mir nicht nochmal so einen Schrecken ein. Haben Sie Angst vor ihr? Ich? Nein, natürlich nicht. She hatte auch nie Angst. Andererseits, She hatte es auch nie mit psychopathischen Wissenschaftlern zu tun. Was meinen Sie damit? Oh, nichts. Gar nichts. Sie sehen ein bisschen verbissen aus. Kriegen Sie Geld für dieses Kartenhaus? Geld? Nein, kein Geld, aber Ruhm. Ich werde es meinen Vorfahren gleich tun und in die Geschichte eingehen. Okay. Als Kartenhausbauer? Ja, auch She hat mal so angefangen. Na dann. She?
Che Guevara? Nein, Chevrolet. Schon gut, hab's verstanden. Okay, ich muss mich sowieso beeilen, bevor das Erdbeben wieder einsetzt. Okay. Ja, jeden Mittag. Kurz bevor ich das höchste Kartenhaus der Welt vollendet habe, kommt ein Erdbeben und macht alles wieder kaputt. Aber dieses Mal werde ich es schaffen. Die machen doch irgendwas hier, wenn jedes Mal die Erde wackelt. Passen Sie auf, dass Ihr Kartenhaus nicht zusammenbricht. Ja, passen Sie auf, dass mein Kartenhaus nicht zusammenbricht. Ich würde so gern einfach reintreten, ne? Er ist so süß. Um dahin zu kommen, müsste ich durch das Kartenhaus durch. Und dann wird es hier wohl ein Gemetzel geben. Eine Liste mit der Überschrift Ausgeliehene Plüschtiere bitte eintragen. Jeder nur ein Plüschtier. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Ich lass den Typen mal lieber machen. Solange er beschäftigt ist, kommt er wenigstens nicht auf dumme Gedanken. Wie etwa der armen kleinen Nina ein Ohr abzubeißen. Ja, das wären tatsächlich dumme Gedanken. Okay. So. Das Plakat, wir haben sie, haben wir schon angeguckt. Und hier. Ach, guck mal. Der Pförtner scheint diesen Raum als Zwischenlager für seine Gemälde zu nutzen. Ah. Der Pförtner scheint diesen Raum. Okay. Gut. Und der Kopierer natürlich. Ein Kopiergerät. Ich weiß aber nicht, was wir da kopieren sollten. So, ich habe mir ja schon gedacht, dass wir wahrscheinlich irgendwo hinten rum rein müssen. Probieren wir das mal. Ah, wen haben wir denn da? Er macht gerade Pause. Völlig untypisch für einen Bauarbeiter. Wow. Die haben ja ganz schön Holz vor. Nein, der ist mir zu flach. Klauen wir mal ein bisschen. Wird mal wieder Zeit. Können wir den Presslufthammer klauen? Oh, das ist das Erdbeben, was er meint. Der Bauarbeiter. Ah. Ist das so ein Kleidercontainer? Der ist voll schmutziger Wäsche. Kann ich darüber nicht reinkommen? Hallo, guter Mann. Hallo, gehören Sie zum Personal? Boah, wie das halt. Nein, Gott bewahre. Ich soll den Hof asphaltieren. Dazu muss ich den alten Belag aber erst einmal entfernen. Üble Schufterei bei der Hitze, das kann ich Ihnen sagen. Kann ich mir vorstellen. Apropos vorstellen, ich bin Nina. Sehr erfreut, man nennt mich Bernhard. Warum soll der Hof eigentlich asphaltiert werden? Sieht doch noch ganz gut aus. Bei uns gibt's Straßen in deutlich schlechterem Zustand. Keine Ahnung. Sie haben schon recht. Eigentlich lohnt sich das hier gar nicht. Wegen ein paar Patienten. Naja, mir soll es egal sein. Wer hat Ihnen denn den Auftrag gegeben? Irgend so ein Italo-Amerikaner. Massimo Gattuso oder so ähnlich. Massimo Gattuso? Ja, er will, dass der Hof in 3 Tagen fertig ist. Völlig unrealistisch. Aber Sie wissen nicht, warum dieser Hof asphaltiert werden soll. Nö. Seltsam. Wieso lässt jemand wie Massimo Gattuso den Hinterhof einer Klapsmühle in einem kubanischen Kaff asphaltieren? Ja. Ist Ihnen an der Anstalt irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Was soll schon ungewöhnlich sein? Ein paar geistig nicht ganz frische und ein paar Ärzte auf engem Raum. Irgendwann sind dann Ärzte und Patienten kaum noch voneinander zu unterscheiden. Uff. Das Gefühl habe ich immer bei Hundebesitzern. Ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen? Außer, dass da drinnen ständig einer schreit, kreischt und sonstige seltsame Geräusche von sich gibt. Wenn ich ehrlich bin, macht mir die Anstalt schon ein bisschen Angst. Können Sie das etwas genauer beschreiben? Ich weiß nicht genau. Ich mag es hier einfach nicht. Sobald es dunkel wird, sehe ich zu, dass ich hier wegkomme. Und da rein würden Sie mich für kein Geld der Welt kriegen. Ein Typ wie er gibt einfach so zu, dass er ohne einen wirklich ersichtlichen Grund Angst hat. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich mich hier weiter umsehen will. Indeed. Ihre Pause, die... Die gönnen Sie mir wohl nicht, was? Doch, klar. Gut. Die ist nämlich eh schon viel zu kurz.
Bald wird die Alte wieder rauchen und dann geht's weiter. Wie meinen? Die Köchin. Bei der qualmt es dann wieder schwarz aus dem Schornstein da hinten. Und dann muss ich weitermachen. Rauch als Zeichen zum Aufbruch? Sowas in der Art kommt mir irgendwie bekannt vor. Wird der neue Papst gewählt? Haben Sie keine Uhr? Nö, brauche ich auch nicht. Die Alte ist auf die Sekunde pünktlich. Sagt Ihnen der Name Nicole Charleroi was? Nicht wirklich. Sie ist wohl die Chefin hier. Die müssten Sie doch eigentlich kennen. Ach, die? Oh Gott, bleiben Sie mir bloß weg mit der. So schlimm? Schlimmer. Sieht ja ganz nett aus, ist aber irgendwas zwischen Ekelpaket und Hausdrachen. Charmant. Sie haben mich gefragt, soll ich etwa lügen? Nein. Haben Sie sie näher kennengelernt? Glauben Sie mir, es gibt nur wenige Sachen, an denen ich noch weniger Interesse habe. Kennen Sie einen Manuel Perez? Wer soll das sein? Einer von da drin. Ein Patient? Ja. Keine Ahnung. Mit denen habe ich keinen Kontakt. Verbot der Anstaltsleitung. Sie haben ja einen kleinen Sprachfehler. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Ursache dafür in einem Kindheitstrauma liegt? Oh mein Gott, wie übergriffig. Welche tragische Geschichte verbirgt sich dahinter? Wie kann sie? Haben Sie mal 10 Stunden mit einem Presslufthammer gearbeitet und dann versucht, halbwegs normal zu sprechen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hab ich mir gedacht, sonst würden Sie solche Fragen nicht stellen. Oh mein Gott, the audacity. Dann genießen Sie Ihre Pause noch ein wenig. Werde ich tun. Darf ich den klauen? Mit dem Ausleihen natürlich. Ratatazong, ratatazong, weg ist der Balkon, dong. Das klingt wie ein Zauberspruch. Der Bauarbeiter dürfte wenig begeistert sein, wenn ich ihm sein Spielzeug wegnehme. Bauarbeiter, Schmauarbeiter, sage ich immer. So viele Lautsprecher für so wenig Innenhof? Das stimmt allerdings. Dann gucken wir doch mal. Keine Türklinke, kein Schlüsselloch. Oh. Sobald die Tür ins Schloss gefallen ist, bekommt man die von außen nicht mehr auf. Okay. Da steht drauf, Vorsicht, der Anstaltsleitung wurde gemeldet, dass sich in letzter Zeit seltsame Gestalten in schwarzen Roben in der Nähe der Anstalt rumgedrückt haben. Wer etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches beobachtet, hat dies umgehend der Anstaltsleiterin Dr. Charleroi zu melden. Gestalten in schwarzen Roben? Die scheinen mich wirklich überall hin zu verfolgen. Ich muss endlich rauskriegen, wer die sind und was die eigentlich wollen. Das interessiert mich aber auch. Wieder irgendwie so ein kleiner Kiesel, der hier irgendwo rumliegt. Ansonsten will ich jetzt durch das Tor gehen. Zettel, Türrahmen. Da sind riesige Kerben drin. Sieht so aus, als ob jemand wie wild mit einer Axt darauf eingeschlagen hätte. Oh mein Gott. Hoffentlich begegne ich diesem jemand nicht. Ja, das hoffe ich aber auch. Das Essen scheint lecker gewesen zu sein. Den Fliegen schmeckt es jedenfalls. Okay, mit Knoblauch klar. Ein Zwiebelzopf. Ah, Zwiebeln. Geil. Jede Menge frische Kräuter und Gewürze. Okay. Eine relativ kleine Kochstelle. So wahnsinnig viele Patienten gibt es in der Anstalt offenbar nicht. Oder die sind alle auf Diät. Eine Würstchenzange. Her damit. Gewichte. Kleine Messinggewichte. Klauen wir uns. Geil. Sonst noch was, was wir übersehen haben? Eine Fleischgabel noch. Und eine Suppenkelle. Eine Suppenkelle. Her damit. Eine lange und spitze Fleischgabel. Ab in die Tasche. Erstmal die ganze Küche hier ausräumen. Die Frau kommt zurück und kann nichts mehr machen. Sehr gut. Okay, die Zwiebel werden wir jetzt erstmal in die Suppenkelle tun. Nee, das sind so random Sachen, ne? Ich habe absolut keine Ahnung. Sollen wir damit was kochen? Ich werde die Scheite mal so aufstellen, wie ich das bei den Pfadfindern gelernt hätte.
wenn ich bei den Pfadfindern gewesen wäre. Haben wir nicht mehr unsere Streichhölzer? Eine relativ kleine Kochschale. Ja, und jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt grillen wir die Zwiebel da drin? Was sollen wir denn jetzt machen? Irgendwas müssen wir da drin doch erhitzen. Ich meine, wir hätten noch Papier. Ich wusste doch, dass einem solche Psycho-Zeitschriften in vielen Lebenslagen helfen können. Aber wo sind unsere guten Streichhölzer hin? Das ist natürlich traurig. Schon erstaunlich, dass die alten Tricks immer wieder funktionieren. Ich wollte gerade sagen, eigentlich könnten wir es ja damit probieren. Ich kann nicht einmal über heiße Kohlen gehen, geschweige denn in brennende Feuer fassen. Ich dachte, wir müssen das zumachen. Ja, und jetzt muss ich da ja irgendwas reinhalten mit der Zange, oder? Da muss ich wohl wieder mal die Kohlen aus dem Feuer holen. Oh, Kohle. Ein Stück verkohltes Holz aus dem Kamin. Ist noch ganz schön heiß. Ah, können wir zum Mahlen nehmen, oder? Würde ich jetzt sagen. Ich kann nicht ein... Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht was für die Leinwand ist. Wir sollen mir noch was anderes geben, was er malen kann. Eine Zwiebel? Vielleicht können wir ihn noch was Neues jetzt fragen, wo wir mit ihr gesprochen haben. Hallo, was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Sich Zeit lassen. Diese Anstaltsleiterin, wie ist die eigentlich so? Frau Charleroi? Keine Ahnung, ich habe mit ihr keinen Kontakt. Sie grüßt mich freundlich, wenn sie morgens kommt. Abends sehe ich sie meistens nicht, da sie wohl oft sehr lange in der Anstalt bleibt. Keine Besonderheiten? Wie gesagt, ich bekomme sie so gut wie nie zu Gesicht. Schwester Sabrina, was halten Sie von ihr? Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie mich als Sexisten beschimpfen. Dann ist es nicht gut, ja, das zu denken. Ihre Vorzüge sind offensichtlich sehr offensichtlich. Und sonst? Sonst kenne ich Sie leider nicht näher. Frauen Ihres Kalibers geben sich nicht mit durchschnittlich aussehenden Pförtnern ab. Sie müssen sie einfach von ihren Qualitäten überzeugen. Die da wären? Ja, also... Ja, vielen Dank für das Gespräch. Könnten Sie vielleicht ein Porträt von Schwester Sabrina malen? Ja, ich denke schon. Moment, mir ist das Schwarz ausgegangen. Ohne Schwarz geht es natürlich nicht. Okay, ich werde dafür sorgen. Wie lange brauchen Sie dann? Oh, vermutlich einen halben Tag. Sie haben 30 Minuten. Schneller als 3 Stunden geht es auf keinen Fall. Abgemacht. Ich gebe Ihnen 1 Stunde. Kein Wunder, dass die alten Meister bis heute unerreicht sind, wenn die Künstler ständig gehetzt werden. Ach ja, noch etwas. Von hier aus kann ich Schwester Sabrina nur schlecht erkennen. Sie bewegt sich so unglaublich anmutig, vor allem aber unglaublich schnell. Wenn sie etwas länger an einer Stelle stehen bleiben würde... Müssen die Musik ausmachen? Ich werde mal sehen, ob ich den Bewegungsdrang der Dame zumindest zeitweilig etwas zügeln kann. Okay. Können Sie dann mal anfangen mit dem Porträt? Wie gesagt, ich... Ja, ja. Ich lasse jetzt von mir. Ja. Schwarze Farbe habe ich keine gefunden, aber reicht vielleicht auch ein Stück Kohle? Ja, ein Kohlestift sollte es wohl auch tun. Können Sie dann mal anfangen mit dem Porträt? Wie gesagt, ich kann Schwester Sabrina nur dann... Okay, ich muss... Lasse sie dann. Von... Muss sie jetzt noch stillstehen lassen. Dann wollen wir mal... Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders freuen, wenn ich ihr einfach die Musik abdrehe. Ah, sie muss langsamer Durch tanzen. Durch das Gewicht dreht sich die Platte langsamer. Ah. Hört sich aber immer noch ziemlich gut an. So, jetzt sollte sie langsamer tanzen. Sehr, sehr gut. Hallo. Was macht die? Das. Haben Sie nun alles, was Sie für das Porträt brauchen? Ja, ich denke schon. Ist von hier zwar etwas schwer zu erkennen, aber ich werde es versuchen. Wunderbar. So, besser geht's in 60 Minuten wirklich nicht. Ich finde, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Meinen Sie nicht auch? Ja, wirklich hübsch. Und die Vorzüge sind mehr als deutlich hervorgehoben. Oh ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Bitte. Ich werde Ihnen das Meisterwerk noch in eine Tüte packen, damit es nicht schmutzig wird. Geil, eine Tüte umsonst dazu. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir? Okay. Das Porträt von Schwester Sabrina, in Folie eingeschlagen. Mit die Folie. So, und das geben wir ihr jetzt oder machen wir jetzt Flyer daraus, ist die Frage.
Schauen Sie mal, wie finden Sie das? Oh, das ist aber hübsch. Und die Frau sieht ja überwältigend aus. Das bin ja ich. Dass ich schön bin, wusste ich ja schon immer, aber so umwerfend. Ja, und so bescheiden. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht als Wahlplakat verwenden. Ja, prima Idee. Aber eines ist ein bisschen wenig, oder? Frauen, gibt man Ihnen den kleinen Finger, reißen Sie einem gleich den ganzen Arm ab. Oh. Aber wenn ich Ihnen noch ein paar mehr Bilder besorge, dann helfen Sie mir auch, okay? Ja, ja, schon gut. Ich verspreche Ihnen, nach meiner Wahl wird es keinem schlechter, aber allen besser gehen. Mhm. Genau. Und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich sehe schon, Sie könnten wirklich eine gute Politikerin werden. Oh. Ich schau mal, dass ich noch ein paar Wahlplakate auftreiben kann. Sehr gut. Mhm. Ich überlasse Sie da. So, das heißt, Sie müssen ihm jetzt bei Ihrem Kartenhaus helfen, damit wir in den Kopierer dürfen. Vielleicht mit der Zange? Ihn zum Weinen bringen? Ihm mit der Kelle eins auf den Detz hauen? Vielleicht haben wir auch eine neue Gesprächsoption mit ihm jetzt. Was macht der Rekordversuch? Ich werde es schaffen. Diesmal werde ich es bestimmt schaffen. Okay. Unsere Latino-Schönheit würde... Okay, die Gewichte kann ich nicht wieder mitnehmen. So, jetzt frage ich mich aber, kann ich hier irgendwas kombinieren? Nein, um oder? Um kommen, müsste ich durch den... Okay. Was mache ich denn jetzt mit dem Augengespieß noch mit der Zange ran? Ha. Um dahin zu kommen, müsste ich durch das... Aber ich habe so extra aufgespießt. Der verbliebene Anstand verbietet jeglichen Kommentar zu einem aufgespießten Politiker. Um dahin zu kommen... Ich lasse den Typ... Eigentlich müssen wir den Bauarbeiter ja dazu bringen, dass er wieder anfängt zu arbeiten, ne? Das heißt, wir müssen irgendwie Rauch aufsteigen lassen. Oh, guck mal, das ist doch Rauch. Er macht gerade Pause. Aber dann fängt er an zu rattern und dann... Na, schwer am Schuften? Tja, wer viel... Es sei ihm... Sollte Ihre Pause nicht vorbei sein? Nein, wieso? Ich dachte, sobald der Rauch aus dem Schornstein qualmt... Wenn es weißer Rauch ist... Koch die Gute noch. Erst wenn es schwarzer Rauch ist, ist das Essen vorbei. Und damit auch meine Pause. Oh. Dann genießen. Okay. Wie kriegen wir den jetzt mit Plastik? Kriegen wir den jetzt schwarz? Yes. Ich liebe es, wenn Sachen Sinn machen. Nein! Das Erdbeben hat begonnen. Nina? Manchmal bist du wirklich böse. Manchmal ist auf jeden Fall untertrieben. Sie ist schon die ganze Zeit ziemlich böse. Dann gucken wir uns mal die zerstörten Träume an.